take a trip to my... Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei Archie Gaming. Flo wieder am Start. Heute gibt es ein weiteres Squad Building Challenge. Es ist Donnerstag, ihr wisst Bescheid. Jeden Donnerstag auf unserem Kanal gibt es die Top-Partien. Und auch heute ist natürlich klar, heute gibt es sogar das ganze Team of the Year. In den ZCA hat es eben angekündigt. Ab heute bis Montag gibt es das komplette Team of the Year zu ziehen. Ja, und wir werden uns heute um diese Top-Partien kümmern. Hoffentlich werden wir was Gutes ziehen. Und da steht es einmal so schön, schließe Challenges mit Clubs aus den dieswöchigen Top-Partien ab. Das werden wir heute, wie gesagt, tun. Das Ganze ist wie immer 6 Tage verbleibend, also eine Woche bis nächste Woche Donnerstag 19 Uhr. Und dann kommen die nächsten Top-Partien. Ja, und falls ihr bei den nächsten Top-Partien und generell an SBCs wieder mit am Start sein wollt, dann lasst gerne ein Abo da, Glocke aktivieren, dann verpasst ihr keine weitere SBC hier auf unserem Kanal. Ja, und es geht ganz, ganz schnell. Also, Support ist kein Mord, geht ganz, ganz schnell. Ihr könnt einfach innerhalb von 2 Sekunden einfach mal einen Daumen hoch da lassen, wenn euch das Video jetzt schon gefällt. Und ja, kostet euch nichts, alles kostenlos, insofern, let's go. Wäre auf jeden Fall nice. Und ja, wir starten jetzt rein in die Top-Partien von dieser Woche. Ihr schreibt mir gerne in die Kommentare, was habt ihr ausgegeben für die Top-Partien und natürlich, was habt ihr gezogen. Hattet ihr Packluck, alles Sachen, die mich interessieren, ab damit in die Kommentare. Wir sehen außerdem, heute ist noch eine Rückblick Garcias SPC rausgekommen. Ja, und außerdem noch, hier können wir es einmal sehen, Totti Challenge SPC ist wieder. Lasst mich da gerne wissen, ob ich die machen soll. Die letzten 4 hatte ich schon gemacht. Heute möchte ich mich aber primär auf die Top-Partien und vielleicht Flashback Garcias kümmern. Mal schauen, was rauskommt. Auf jeden Fall die Top-Partien und damit fangen wir an. In dem Sinne würde ich sagen, let's go. Top-Partien diese Woche, wie sehen sie aus? Einmal haben wir Sporting gegen Porto als erste Top-Partien. Dann geht es weiter mit Athletic Club gegen FC Sevilla, also Athletic Bilbao gegen Sevilla. Außerdem dabei ist Juventus gegen AC Mailand und Olympique Marseille gegen AS Monaco. Die 4 Partien stehen an für diese Woche. Ja, und wir bekommen natürlich Packs, darauf bin ich eben noch gar nicht drauf eingegangen. Der Gruppenreward für diese Woche ist nämlich ein Megapack. Richtig geil, 35k-Set. Also das werden wir natürlich uns jetzt ergattern. Und ja, werden uns erstmal die erste SBC anschauen. Sporting gegen Porto. Schauen Sie wieder die Voraussetzungen an. Ihr kennt das wie jede Woche. Also Sporting oder FC Porto-Spieler brauchen wir mindestens 2. Portugal-Spieler brauchen wir maximal 4. Da haben wir jetzt 2 benutzt. Ja, liegen mindestens 3. Haben wir auch 3 benutzt. Und Teamgesamtwertung eine 78. Haben wir auch erreicht. Eine Teamchemie von 80. Wir haben hier eine 85er erreicht. Also heißt für euch, sogar könnt ihr 1:1 nachbauen. Anzahl Spieler im Team sind 11. Ja, und ihr seht es, was ich gemacht habe. Hier unten erstmal Verteidigung in die Premier League gegangen. Guckt, dass ich hier Innenverteidiger und Außenverteidiger einen grünen Link erzeuge. Dann haben wir hier die 2 Porto-Spieler. Einmal normaler Non-Rare-Gold-Spieler. Sonst hatte ich keinen Porto-Spieler und auch keinen Sporting-Spieler. Insofern habe ich jetzt den untersparen, ja, Champions League-Karte Sergio Oliveira benutzt. Könnt ihr aber auch den normal nehmen oder einen anderen. Schaut einfach, was ihr im Verein habt. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, den genommen, weil ich im Verein habe. Und ja, ich wollte keine extra Coins ausgeben. Ja, und dann geht es weiter hier mit der La Liga. So ein Viereck gebildet. Hier passt sogar ein RM hin. Ihr seht es, ich habe in der RM-Position einen rechten Mittelfeldspieler. Also ihr seht, das geht ganz, ganz entspannt auf. Ja, und die Frage ist, was haben wir ausgegeben? Einmal Sergio Rico, 450 Münzen für ihn. Cedric, 400 Münzen haben wir für ihn bezahlt. Vestergaard, 400 Münzen. Lascelles ebenfalls, genauso wie Bertrand. Dann haben wir Otavio, Erstbesitzer, Untersparer Sergio Oliveira, eben schon gesagt. Dann haben wir Pere Pons als Erstbesitzer, Untersparer. Francis ist tauschbar, 400 Münzen hat er uns gekostet. Guidetti, 400 Münzen ebenfalls. Und 400 Münzen Borja Majoral. Also ihr seht, die meisten sind gekauft. Meine Empfehlung für euch, guckt einfach, dass ihr die Porto-Spiele abhakt, dass die zueinander linken und den Rest einfach in 2 andere Ligen gehen. Bei mir ist es, wie gesagt, jetzt Premier League und La Liga. Kann Bundesliga sein oder Calcio, ist mir komplett egal. Schaut einfach, was ihr im Verein habt. Schaut, dass ihr so selten wie möglich auf den Transfermarkt müsst, um Spieler zu kaufen. Benutzt in erster Linie eure Erstbesitzer, unterspare Spieler, sage ich euch immer wieder. Wir bekommen hier ein seltenes Elektro-Spieler-Pack in klein. Und ich würde sagen, das holen wir uns jetzt ab. Also, ihr habt die Spieler auch gesehen, hoffentlich die Namen. Cedric, Vestergaard, falls ihr es 1:1 nachbauen wollt, gehe ich jetzt nochmal kurz hier durch. Also, wie gesagt, ich empfehle euch es nicht nachzubauen. Könnte sein, dass die jeweils nochmal dann gestiegen sind. Trotzdem einfach schauen. Es gibt genug Spanier in der Liga BVA. Einfach 1:1 zu ersetzen. Das geht ganz, ganz simpel. So, erstes Set abgeholt. Werden wir gleich alles zusammen aufmachen. Zweite SBC, die handelt dann tatsächlich teilweise von der Liga BVA. Hier brauchen wir 2 Spanier. Hier brauchen wir Spieler aus derselben Liga. Maximal 4 Nationalitäten, mindestens 3.
Gold mindestens 6 Spieler, eine Teamchemie von mindestens 80, wir haben eine 92, also könnt ihr auch hier 1:1 nachbauen und Anzahl Spieler im Team sind 11. Meine Empfehlung, benutzt auch gerne nur 6 Goldspieler und danach könnt ihr schön auf Bronzespieler gehen. Bei mir ist es jetzt hier ein Beispiel, dass ich hier oben in Bundesliga gegangen bin und hier in Deutschland hatte, also habe ich jetzt hier bin ich in die deutsche dritte und zweite Liga gegangen, ja, um das Ganze zu linken mit den Bronzespielern. Auch hier ist es komplett egal, könnt ihr in die Premier League gehen und dann in die englische vierte Liga oder dritte Liga oder zweite Liga, je nachdem, was ihr halt habt an Bronzespielern. Ja, und der Rest ist auch wieder hier unten so ein Viereck aus der La Liga, ihr seht es, ganz entspannt. Einfach abhaken, 2 Spanier haben wir hier gemacht, wir haben exakt sogar 2 Spanier benutzt, perfekt. Und Spieler aus derselben Liga maximal 4, hier wie gesagt die Begrenzung, also dann muss man ein bisschen drauf achten. Und wie gesagt, mit den Nationalitäten. Aber das ist kein Problem. 400 Münzen haben wir jetzt hier für Robles ausgegeben. Sydney hat jetzt als Erstbesitzer am Start, genauso wie Vermaelen. Beide untauschbar, genauso wie Jechai. Dann haben wir Wilsch, ist Erstbesitzer tauschbar. Einfach ein paar Bronze-Packs aufmachen. Cija ist Erstbesitzer tauschbar. Castro, 400 Münzen. Brekalo, Erstbesitzer tauschbar. Multaub, Otto ebenfalls. Und dann Ceylan ist Erstbesitzer tauschbar. Also ihr seht, ein paar Bronzespieler werdet ihr im Verein haben. Auch das quasi for free. Prime Gold Spieler Set in klein bekommen wir dafür. Schicken wir ab. Wieder eine sehr, sehr simple SBC zum Team of the Year. Und wie gesagt, das ganze Team of the Year ist halt wie gesagt in den Sets. Ich bin gespannt, ob wir diesmal Packluck haben werden. Ich hoffe, ihr werdet auf jeden Fall Packluck haben. Und dann gehen wir in die dritte SBC. Marseille gegen Monaco. Da brauchen wir 2 Franzosen mindestens. Haben wir auch nur 2 Franzosen benutzt. Liegen mindestens 3 Spieler mit derselben Nationalität. Maximal 5. Eine Gesamtwertung nur von mindestens 70, Teamchemie mindestens eine 85, 92 haben wir hier, Anzahl der Spieler im Team sind 11 und auch das könnt ihr theoretisch 1:1 nachbauen, aber ich sage es ja auch immer, ihr müsst nur die Formel 1:1 quasi gleich machen, gleiches Prinzip einfach anwenden wie ich auch, wir bekommen ein Elektrum Spieler Pack hierfür, also heißt für euch 70er Rating, ihr müsst nicht komplett Goldspieler benutzen, hier seht ihr, habe ich so eine linke Ecke mit französischen Ligaspielern aufgebaut. Und dann rechts hier ein Dreieck aus der Premier League. Und dann oben wieder mit den beliebten Bronzespielern, ihr wisst Bescheid. Einfach ein Viereck gebildet und alle grüne links zueinander. Also perfekt für die Chemie. Könnt ihr 1:1 nachbauen. Aber ihr könnt auch, wie gesagt, 4 Bronzespieler aus eurem Verein hier vorne reinballern. Und dann, nehmt ein paar Goldspieler, damit ihr nicht so viel Silberspieler nehmen müsst. Mein Silberspieler ist jetzt zum Beispiel untauschbar, insofern juckt mich das überhaupt nicht. Aber Silberspieler sind eigentlich mal teurer, insofern Empfehlung einfach. Hier, ich sehe das 450 per Johnson oder Jonsson, besser gesagt. Kiko, Femenia, Goldspieler, Non-Rare sind halt meistens günstiger. 400 Münzen für ihn bezahlt. Dann Mawson ist am Start, Rolando ebenfalls 450 Münzen, Erstbesitzer Amavi. Dann geht es weiter mit Erstbesitzer McDonald's, dann geht es mit Fofana weiter, wie gesagt untauschbar. Lundstram ist dann der erste Bronzespieler, genau wie Maddox, Tonge und Seymour. Ihr seht, für die nichts ausgegeben, einfach ein paar Bronzepacks aufgemacht und dann ist das Ganze auch schon fertig. Also, das Team auch sehr, sehr simpel, sehr, sehr einfach zu machen, dürfte euch keine Probleme geben und dann haben wir hier 3 Sets schon im Shop, so muss es sein und dann haben wir Juve gegen AC Mailand als letzte SBC für diese Woche. Juventus oder AC Mailand brauchen wir mindestens einen Spieler, das ist bei uns hier der Stürmer. Cutrone ist Erstbesitzer tauschbar, haben wir gerne benutzt. Vereine mindestens 4, wir haben sogar 7 benutzt. Spielerqualität genau Gold, eine Teamchemie von mindestens 85 und Anzahl der Spieler im Team sind 11. Ihr seht es, ich bin komplett in die Calcio A gegangen. Und um das Ganze einfacher zu machen, wir haben eine 100er Teamchemie dadurch, einfach ganz entspannt hinbekommen mit der Teamchemie. Und guckt, ihr könnt auch, wie gesagt, gerne noch eine andere Liga mit reinnehmen. Guckt einfach, dass ihr auf die 85er Teamchemie kommt, dass ihr nur Goldspieler benutzt. Und am besten kosten sie noch 400 Münzen maximal oder 450 Münzen, falls ihr gar keine Goldspieler im Verein habt. Aber man bekommt halt nur ein Goldpack, das immer für euch im Hinterkopf. Gummis ist Erstbesitzer, dann haben wir De Silvestre. Erstbesitzer ist genauso Rossettini, Izzo ist Erstbesitzer, Basta ist Erstbesitzer, 400 dann für Berami, Erstbesitzer, Locatelli, Misiroli, Erstbesitzer tauschbar, Kurtic ist Erstbesitzer tauschbar, 400 Münzen dann für Mandragora, ZM, dann Cutrano, Cutrone, so rum. Und ihr seht es, wie gesagt, ein paar ZMs, das ist auch meine Empfehlung, benutzt keine ZOMs, die sind je nachdem wegen dieser SBC höher gestiegen, also benutzt da gerne ZMs, auch im ZDM je nachdem,
was ihr halt habt. Hier kein Linksverteidiger benutzen, Rechtsverteidiger reicht hier auch komplett aus. Also ja, das ist meine Empfehlung dazu. Schickt mir auch gerne ab. Kriegen nur Goldpack hier für diese SBC, aber sie schließt halt die komplette Top-Partien ab. Und das ist ja das, was wir wollen. Und da sehen wir es einmal, Top-Partien abgeschlossen. So muss es sein, jede Woche, wie gesagt, auf unserem Kanal. Und da ist der Gruppenreward ein Megapack. Richtig geil, ich freue mich drauf. Ich hoffe, wir werden Packlack haben. Endlich mal ein Megapack. Sonst gibt es eigentlich nie so geile Rewards bei den Top-Partien. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal hier kurz gucken, was hat sich verkauft. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. 1-4 für Montoya. Okay, alles klar. 1-1. Alles klar. Also, ihr seht, ein paar Goldspieler sind auch gestiegen. Bietet die an. Bei mir laufen sie gerade alle ab. Lass mal gerne ablaufen. In dem Sinne gehen wir rein in den Shop. Haben 5 Sets. Totti sind am Start. Ich bin gehypt. Lasst mich gerne wissen, wie gesagt, was ihr gezogen habt. Und ich würde sagen, wir starten mit dem Goldpack. Mit dem schlechtesten Set. Ich habe da trotzdem welche schon gesehen. Die haben da die beste Karte draus gezogen. Wir starten mit keinem Walkout. Wir starten auch mit keiner Wand. Wir starten hier mit dem Linksverteidiger Spanier von Mainz. Ja, wer weiß, vielleicht bringt er was. Montoya aus der Premier League, Spanier eben über 1000 Münzen gebracht. Er jetzt in dem Fall nicht. Nehme ich erstmal alles mit. Das stoße ich ab. Wir haben hier 1500 Münzen. Das ist natürlich richtig nice. Nehme ich erstmal alles mit in den Verein, stoße das Ganze ab. Und dann werde ich Pedro Obiang anbieten. Soll er rausgehen. Zack, und weiter geht's. Prime Goldspieler Set in klein. Wir machen das schön in der Reihenfolge. Megapack machen wir trotzdem am Ende. Ja, und was bekommen wir jetzt? Hashtag Packlack in die Kommentare. Wir bekommen hier schon mal kein Walkout. Bekommen diesmal aber einen seltenen Spieler. Pulisic, jawohl, so sieht's aus. Rechtsmittelfeld vom BVB, 79er. Wechselt ja zu Chelsea. Und ja, hat einiges gekostet. Und was haben wir noch drin? Mina, Altidor. Also wie gesagt, es sind nur 6 Spieler hier drin. Müsst ihr euch merken. Und dann haben wir Diop und Kongolo, biete ich später an, off-cam quasi. Und dann geht's weiter mit dem Elektrum-Spieler-Pack. Oder fangen wir mit dem an? Ja, wir fangen mit dem Elektrum-Spieler-Pack an. Also, die Sets außerhalb von den Megasets sind gar nicht mal so Hammer, aber diesmal sind keine Silber-Spieler-Packs dabei, wie die Wochen zuvor. Wieder kein Packlack hier am Start. Trotzdem, 78er Non-Rare Zapata, nehmen wir gerne mit. Trotzdem geht es besser, Leute. Trotzdem geht es besser. Hashtag Packlack, bitte in die Kommentare. Drückt die Daumen. Hier Silberspieler mit am Start. Könnten gut was wert sein, je nachdem liegen SBC. Oh, 1300 drauf geboten. Den werde ich auf jeden Fall nachher verkaufen. Und dann haben wir hier 5 Spieler als Duplikate. Werde ich nachher entspannt anbieten. Und dann geht es auch weiter. 2 Sets noch. Leute, Daumen drücken. Seltenes Elektrum-Spieler-Pack in klein. 6 seltene sind am Start. Komm schon, ihr, hau was raus. Kein Walkout, kein Walkout. Bekommen wir eine Wand diesmal. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Lanzini, nein, ist es nicht. Valeri ist es. Aus der MLS 80er Argentinier. Leute, ihr müsst Daumen drücken. 80er Radu auch noch am Start. Und, oh, französische erste Liga, checken wir mal eben ab. Na, ist leider nichts viel wert. Trotzdem packen wir erstmal einen Verein. Kein Duplikat am Start. Und jetzt. Das geilste Pack von allem. Ein Megapack. Komm schon. 18 seltene sind am Start. 30 Objekte. 3, 2, 1. Let's go. Komm schon, EA. Hau was raus. Da muss was Geiles drin sein. Es wird schwarz. Kein Walkout. Bekommen wir eine Wand. Jawohl. Wir bekommen wenigstens mal eine Wand jetzt. Spanien, Innenverteidiger. Es wird Albiol. 84er Roll Albiol. Richtig nice. Nehmen wir sehr, sehr gerne mit. Perfekt auch für die Iker Garcias SBC vielleicht. Schauen wir mal gleich, ob wir den benutzen können. Und dann, was haben wir noch? Consigli 82er, Christensen 82er. Ja, geht schlechter, geht aber auch besser, muss ich sagen. Ja, paar Tiefwitteskarten, das ist nice. 2 Stück oder mehr. 3 Stück sogar. ZDM, ZM, mal gucken, ob die was wert sind momentan. Na, sieht nicht so aus. Marksman, Player und dann noch Dank als Duplikate. Kommt auf die Transferliste. In dem Sinne würde ich sagen, war es das mit dem Video mit den Top-Partien für diese Woche. Ich hoffe, wir sehen uns gleich bei der nächsten SBC. Iker Garcias, wie gesagt, vielleicht. Oder diese Totti Challenge SBCs. Mal gucken, was ich machen werde. In dem Sinne würde ich sagen, bis gleich. Haut rein und bis zum nächsten Video. Lasst gerne ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Daumen hoch da lassen. Und ja, in dem Sinne würde ich sagen, ich bin raus. Euer Flo von Archie Gaming. Haut rein und bis zum nächsten Mal.